Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück bei Bird of Play und ohne weitere Umstände geht es hier weiter mit der offiziellen Raumschiffsammlung, Ausgabe 103, Ladies and Gentlemen. Ist das jetzt ein Ferengi-Schiff oder ist es doch ein vidianisches Kriegsschiff? Da haben wir unser CG-Modell. Ja, da sieht es nicht mehr ganz so Ferengi-mäßig aus, sondern irgendwie ein bisschen mehr Fledermausartig. Ja? Das ist ein sehr interessantes Modell. Nicht Modell, sondern ein sehr interessantes Schiff. Das ist auf jeden Fall Typ Kriegsschiff im Einsatz in 2370er Jahren. Länge 300 Meter, Höchstgeschwindigkeit Warp 9,6. Interessant. Das Schiff ist so schnell wie ein Raumschiff der Galaxy-Klasse. Nichtsdestotrotz langsamer als die Voyager. Faszinierend. Muss ich ein bisschen schärfer stellen? Ja. Sieht so ganz gut aus. Zugehörigkeit. Vidianische Brüderschaft? What? Brüderschaft? Das habe ich noch nie gehört. Typ Kriegsschiff. Einsatzzeitraum irgendwann in den 2370er Jahren. Einsatzort Delta Quadrant. Länge 300 Meter. Höchstgeschwindigkeit Warp 9. 0,6 Bewaffnung, Partikelstrahlemitter und Torpedowerfer. Partikelstrahlemitter und Torpedowerfer klingt ziemlich Enterprise-Ära-lastig. Ich meine, Partikelstrahlen, was haben sie jetzt? Disruptoren, Plasma, Phaser. Ja, nicht genau definiert, ja. Aber auf jeden Fall waren diese Kriegsschiffe doch schon relativ stark. Ich kann mich daran erinnern. Die Voyager hatte da schon so seine Probleme mit diesen Kriegsschiffen bei der einen oder anderen Gelegenheit. Die Vidianer benutzten in den 2370er Jahren schwere bewaffnete Kriegsschiffe im Delta Quadrant. Ich sollte mal aufhören, immer zu Endungen zu verschlucken. Meine Güte. Da haben wir nochmal das CG-Modell. Das haben sie bestimmt erstellt für diese Voyager Folge der 6. Staffel, wo Kes kurz zurückkommt, ne? Ich glaube schon. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da nochmal das Studiomodell vorgekramt haben. Und tatsächlich sehen wir auch gleich nochmal das Studiomodell. Und da haben wir einen Vidianer. Diese, ja, ich möchte sie wirklich schon fast als Zombies bezeichnen, weil diese Fresszelle frisst die halt wirklich richtig auf. Ich meine, Fresszelle. Wer drauf gekommen ist, diese Leute aufgefressen werden von dieser Fresszelle. Ich finde das immer wieder sehr, sehr schade. Ich hätte mir die Vidianer echt prominenter gewünscht im Voyager. Vielleicht nicht unbedingt als Gegner, einfach als Gegner. Aber es ist schon ziemlich schnell etabliert worden, dass die klingonische DNA von Belana ein Gegenmittel gegen die Fresszelle hätte sein können. Und ich hätte mir das so unglaublich cool vorgestellt. Am Anfang bekämpfen sich halt wirklich die Voyager und die Vidianer noch. Aber dann notgedrungen, weil die Kazon einfach für die Voyager eine zu große Bedrohung darstellen, geht Captain Janeway dann halt wirklich zu den Vidianern, bietet dieses Gegenmittel gegen die Fresszelle an und dann wären die Voyager und die Vidianer Alliierte. Das wäre mega interessant gewesen. Leider, leider hat man sich ja wirklich absolut dagegen entschieden. Ganz im Gegenteil, man hat sogar mehr oder weniger am Rand erwähnt, so ganz nebenbei, dass die Denkfabrik den Vidianern dann geholfen hat. Wie gesagt, ist ein bisschen schade. Also den Vidianern hätte man echt mehr machen können. Wie gesagt, ich fand die echt faszinierend. Weil so die Vidianer waren ja eigentlich gar nicht in dem Sinne böse. Es war ja eigentlich eine relativ friedliche Rasse, bis die Fresszelle kam. Und ja, man brauchte Organe. Wir wissen, wie es im echten Leben ist mit Organspende. Ja, da müssen wir sie uns halt gewaltsam nehmen. Und wie gesagt, ich hätte das sehr, sehr cool gefunden. Hätten die Vidianer aus Dankbarkeit der Voyager geholfen, weil die Voyager halt wirklich den Vidianern geholfen hat. Das wäre so cool gewesen. Egal, hier haben wir nochmal den Aufbau des Schiffes. Navigationsschild haben sie da hinten. Vordere Partikel im Mitte. Ah nee, das stimmt. Das Schiff geht ja nach da raus. Also haben sie Navigationsschild natürlich nach vorne raus. Das ist vorne der Deflektor. Wer hätte das gedacht? Hauptbrücke sehr, sehr sternflottenmäßig aufgebaut mit diesem Brückendom. Stützstrebe. Interessant, hier vorne haben wir also eine Stützstrebe.
oder mehr oder weniger hier hinten, ist schon wieder sehr, sehr Enterprise Ära, Klingon Enterprise Ära-like, ne? Das Design des vidianischen Kriegsschiffes. Oh, der Effektproduzent Dan Curry hatte nur sehr wenig Zeit, um das Schiff der Vidianer zu entwerfen. Dan Curry hat also das Schiff entworfen. Interessant. Der ein oder andere wird das Schiff vielleicht kennen, den Namen vielleicht kennen. Curry-Klasse, einer der Kitbashs aus dem Dominion-Krieg. Jep, benannt nach Dan Curry. Ich glaube, der hat das Ding sogar gebaut, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber hier sehen wir das Studiomodell, ein relativ kleines Modell, ja. Ich meine, hier in Relation zu der Kiste. Ja. Gut, wenn er aber nicht viel Zeit hatte, das Schiff zusammen zu friemeln, das wird dann wohl der Grund sein, warum das Schiff so klein ist. Und die hat auch relativ schleppig gearbeitet. Aber ja, auch mal angenehm, mal nicht so ein 10 Fuß großes Schiff zu sehen. Ja, yikes. Ah, oh, die Szene gehört für mich immer noch zu einer der gruseligsten in ganz Voyager, wo der eine Ingenieur Redshirt stirbt. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Wo dann der Typ, der sich in Belana verknallt hat, ihm die Haut abzieht. Natürlich alles offscreen, aber ihm die Haut abzieht und dann sich die Haut auflegt. Oh! Ah, Medianer. Gruselig, 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 gruselig. Gruselig. Noch so. Eines der für mich gruseligsten Promobilder ever. Dieser assimilierte Klingone. Gruselig, kann das ja. Nein, Quatsch. Die haben Löffel im Schädel. Oder so. Ach, sind die Reptilianer. Tja, oh. Meine Gang. Born Jungs. Nachher gibt's Ketrazell. Ist versprochen. Warum ist da oben Captain Picard? Gut, okay. Wegen dieser Maske, die ihn alt macht. Aber wir kommen von Vidianern und Borg und Jem'Hadar und sind die Reptilianer zum alten Captain Picard. Why not? Erster Auftritt. Entscheidungen von Voyager. Fernsehauftritt in Voyager und entworfen von Dan Curry. Wichtigste Auftritt, Entscheidungen und der Wille. Erst der Wille. Wo es primär darum geht, dass Janeway in der Zeitschleife gefangen ist, jedenfalls denkt, dass sie in der Zeitschleife gefangen ist. Leute, da gibt es zehnmal wichtigere Auftritte als der Wille. Ach ja, ich finde das immer wieder witzig, was sie so als wichtige Auftritte hervorheben. Da sieht man das Schiff. Ganz kurz, wirklich nur ganz, ganz kurz. Was ist zum Beispiel mit der Folge, die ich vorhin erwähnt habe, wo Kes zurückkehrt in der sechsten Staffel? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das wäre im Auftritt gewesen, aber egal. Das nächste Mal kommen wir zu einem Schiff. Ja, interessante Backstory, aber dennoch bloß ein One-Hit-Wonder, sage ich mal. Die USS Jelonen. Jelonen, meine Güte, Lutz. Bitte lernen heute sprechen im Laufe der Aufnahme, ey. die Jelonen, Ausgabe 104, kommt beim nächsten Mal, dann im Februar. Und hier haben wir nochmal den Vidianischen Kreuzer. Von oben. Ja, dann sehen wir uns jetzt gleich bei dem Modell wieder. Und ich muss jetzt noch schnell ein Schiff für die Vergleichsflotte vorgraben. Vidian Vessel. Das finde ich gerade interessant. Nicht Kriegsschiff, sondern nur Raumschiff. Aber hier unten haben wir unser Vessel. Es gibt zwei Sachen, die ich auf Anhieb echt kritisieren möchte. Einmal ist es diese Farbe. Ich weiß nicht, woran sie sich orientieren hier bei dem Modell. Es kommt immer drauf an. Das kann sein, dass dieses Modell mehr Richtung CG-Modell gehen soll. Wenn sie sich allerdings an den Studiomodell orientiert haben, muss ich ehrlich sagen, habe ich ein paar Probleme mit dem Schiff. Aber zuallererst einmal. Dieses Braun, dieses rötliche Braun hier, es sieht einfach aus wie ein verdammtes Ferengi-Schiff. Abgesehen davon, dass sie sich wirklich an irgendein Tier orientiert haben, könnte auch ein Schiff von Batman sein, sagen wir mal ehrlich. Aber ja, das allererste, dieser braune Lack, ich weiß nicht. Die zweite Sache ist, und dafür muss ich ein bisschen näher ranzoomen, ich weiß gar nicht, doch ihr könnt es so schemenhaft erkennen. Selbst ohne Kamera ist das für mich sehr schwer auszumachen.
Ja, den Fleck hier, diesen roten Fleck, den sie reingebastelt haben, den erkennt man sofort. Aber dass hier auch ein Aztec-Pattern drauf ist, das erkennt man so gut wie gar nicht. Das ist nicht mal ein Effekt wie beim D5 oder so. Nee, das erkennst du einfach nicht. Es sieht einfach sehr, sehr plastisch aus. Und wirklich so ganz schwach. Man könnte auch glatt denken, dass da irgendjemand auf die Höhle drauf gefasst hat. Kann man so ein bisschen Aztec-Pattern erkennen. Und der dritte Fehler, das dritte Manko, was ich habe, ist hier vorne dieser Bereich hier, Deflektor, Fenster, was auch immer das sein soll. Das sollte eigentlich rot sein und nicht gelb. Ja, und ihr seht hier auch schon wieder ziemlich große Spalten. Metallanteil, diese gesamte Sektion hier ist Metall. Und diese Flügel mit ihren Streben, ja. Das ist alles Plastik. Ja, das schon mal so im Voraus. Jetzt kommen wir aber zum richtigen Blick auf das Schiff. Negatives haben wir jetzt besprochen. Kommen wir zu den positiven. Wir haben sehr viele Höhendetails. Wir haben hier vorne Fenster. Lass uns erstmal hier vorne die Fenster begucken. Dafür zoomen wir wieder rein. Ja, die Fenster gehen schon mal klar. Ja, würde ich sagen. Weil. Nichts vorgestanzt. Schöne scharfe Decals, das sieht nicht schlecht aus. Wir haben hier vorne noch. Ich denke mal eher, dass das hier der Deflektor eigentlich sein sollte. Oder ist das auch. Ach nee, halt, das könnte auch ein paar Ticketstrahlen mit drin sein. Den haben wir hier vorne. Sieht nicht schlecht aus. Der Aufbau hier. Viele verschiedene Farbapplikationen sind. Ja, so ein richtiges Braun, was sie hier verwendet haben, um die eine oder andere Panzerplatte hervorzuheben. Hier diese Gitter haben auch nochmal in eine andere Farbapplikation, eine etwas hellere. Hier diese Leitungen haben in Beige, genauso wie das hier. Interessant, wie viele Farben man hier verwendet hat. Hier haben wir noch irgendwelche Höhenpanzerplatten. Rüffelungen. Okay, dieser Antrieb hier hinten sieht nicht schlecht aus. Wir haben hier hinten so ein ganz kleines Decal. Das Abzeichen der Vidianer. Hier haben sie ein sehr schönes Decal aufgebracht, sehr, sehr scharf. Und hier ist es irgendwie komisch verlaufen, wie gesagt. Ja, hier an den Seiten haben wir auch noch irgendein Gitter. Da haben wir auch noch. Sieht beinahe aus wie eine Stange. Wenn man dran zieht, dann koppelt man den Impulsantrieb ab oder so. Ja, hier drüben haben wir das auch nochmal. Aber wie immer, die untere Hälfte ist vielleicht die interessantere Hälfte. Hier haben wir nochmal ein Decal für diese Panzerplatte. Viele Rüffelungen hier. Bei dieser beigen Farbapplikation. Hier vorne haben wir auch nochmal irgendein Gitter. Sehr interessant. Oh. Diese, ja, Antriebe hier vorne. Das ist nochmal ein Extra-Teil. Seht ihr hier die Spalte? Krass. Interessant. Das sind also auch nochmal zwei Extra-Teile. Ja. Hier haben wir den Rumpf. Ja, die Fenster sehen auch gut aus. Haben sie auch nochmal versucht, ein extra Detail reinzubringen, aber für mich sieht das beinahe so aus, als wäre der Lack ein bisschen zu dick. Ist hier hinten im Übrigen auch bei dem Impulsantrieb. Die Details gehen hier auch mal wieder ein bisschen unter im Lack. Haben wir hier? Oh, hier sind sie ein bisschen abgerutscht mit den Fenstern. Ist auch so ein bisschen Skorpion. Hier diese mittlere Sektion so schuppig dargestellt. Na gut, hoch jetzt eigentlich rauszoomen und nicht fokussieren. Ja, mal Mr. Ständer, der ging eben der Greifarm ging eben sehr schlecht in den Sockel. Aber ja, die Halterung ging schlecht in den Sockel. Und dann lassen wir mal andocken. Und ja, warte mal, soll das eher hier so rein? Ah ja, eher so durch die Mitte durch. Und nee, so falsch. Warte mal,
Ich schlag mal ganz kurz nach. Oh! Ich würde euch eher die Position empfehlen, weil da sitzt das Schiff ein bisschen sicherer drin. Vom Heft vorgeschlagen ist wirklich hier hinten. Und so gefällt es mir überhaupt nicht. Oh! Jetzt habe ich endlich eine gute Position gefunden, wo man vielleicht hier so ein paar mehr Details erkennen kann. Warte mal, ich zoome mal wieder ein bisschen rein. Sieht man wieder ein bisschen mehr Aztec-Pattern. Und mir fällt gerade noch was anderes ein, was ich vergessen habe. Nicht nur das vernünftig zu fokussieren, sondern auch euch das aus den verschiedenen Positionen zu zeigen. Aber um den Gedanken von gerade eben endlich zusammenzufassen, der Ständer ist nicht gerade überzeugend, wenn man das Schiff so montiert, wie es das Heft vorschlägt. Da fest das Schiff nicht wirklich, oder was er sagt, da die Halterung fest das Schiff nicht wirklich vernünftig an, wenn ich ehrlich bin. Also nochmal hier bereit machen zum Andocken. Seht ihr das? Nicht gut. Schade. Schade, schade, schade. Hätten sie es nach hier montiert, wäre es ein bisschen besser gewesen. Da hätten die Halterung richtig gegriffen. Aber gut, Leute, kommen wir jetzt zur Vergleichsflotte. Da haben wir die Vergleichsflotte. Hier links, der habe ich, ehrlich, ich weiß nicht so richtig, womit ich das Schiff vergleichen kann. Ich habe hier einfach den Hirogen mal genommen, den Hirogen, das Hirogen-Angriffsschiff. Das fiel mir in die Hand, weil ich wollte das wirklich mit dem Ferengi Marauder vergleichen, das Schiff. Weil, wie gesagt, für mich sieht das Vidiana-Schiff wirklich so leicht Ferengi-haft aus. Und als ich das Schiff eben vorgekramt habe, habe ich halt meine Hände an den Hirogen bekommen, habe gedacht, ja komm, Delta Quadrant ist auf jeden Fall passender, obwohl alles irgendwo unpassend, weil das Hirogen-Schiff hat halt rein gar nichts mit den Vidianern zu tun. Aber es war halt wirklich echt schwer. Und ich fand es eben witzig, wie lange ich rumgefummelt habe, den Ferengi wieder auf seinen Ständer zu kriegen. Ich habe den schon viel zu lange nicht mehr ausgepackt. Viel, 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 viel zu lange. Ja, aber nach ein bisschen Gefummel habe ich es wieder rausbekommen. Und ja, das allererste, was mir auffällt, das Vidianer-Schiff hat doch einen etwas helleren Paintjob als das Ferengi-Schiff. Aber trotzdem, wie gesagt, mich erinnert das Vidianer-Schiff gerade an die Nadi von Star Trek Online ziemlich. Kann vielleicht sein, dass das jetzt gerade das Hauptproblem ist, warum für mich dieses Schiff so Ferengi-like ist. Aber trotzdem könnte ich mir jetzt ganz ehrlich, das Vidianer-Schiff könnte einfach so ein TOS-Ära-Ferengi-Schiff sein. Oder sowas in der Art, ja. Ja, und wie gesagt, es hat nicht viel, wirklich, wirklich, wirklich nicht viel mit den Dings zu tun, mit den Hirogen. Aber wir haben noch gar kein Kazon-Schiff. Ich glaube, Kazon-Schiffe kamen erst im Laufe des letzten Jahres raus im englischsprachigen Gebiet, ne? Ich glaube, letztes Jahr kam der Kazon Raider raus, glaube ich, ne? Junge, das dauert ja noch eine Weile, bis du da mal was bekommst Richtung Kazon. Hä? Ich echt gedacht, dass es prominenter ist, weil ganz einfach die Kazon ja am Anfang vom Voyager der Hauptgegner waren. Interessant. Fazit zu Ausgabe 103, dem Vidianischen Kriegsschiff. Und ich muss ehrlich sagen, das Schiff ist okay-ish. Es ist ein bisschen schwer für mich, das Schiff wirklich zu bewerten. Metallanteil ist auf jeden Fall ziemlich hoch. Wir haben viele Höhendetails, aber Paintjob, farbapplikationstechnisch ist es nicht so gelungen, wenn man mich fragt. Gut, ich sehe hier gerade noch die Abzeichen, die vidianischen Abzeichen. Das sind schöne, kleine, scharfe Decals. Auch wenn das andere da irgendwie einen roten Punkt um sich hat. Aber es ist sicherlich bloß ein Herstellungsfehler in meinem Modell. Bei eurem Modell werden beide Decals relativ gut aussehen. Man hat wirklich versucht, viele Farbapplikationen reinzubringen, um die ein oder anderen Paneele hervorzuheben. Aber mir fällt gerade zum Beispiel hier auf. Man sieht es hier offen heftig auf. Ihr könnt es sehen. Wir haben hier ein Gitter. Und hier in diesem Bereich, gut, das seht ihr jetzt gerade, jetzt könnt ihr sehen, haben wir hier ein Gitter. Das ist hier bloß so angedeutet. Das ist ein bisschen schade, fällt mir gerade noch so auf. Aber ich bin irgendwie nicht so zufrieden mit dem Schiff. Es ist, ja, der Paintjob ist falsch.
Der Paintjob ist einfach falsch, weil guckt euch das CG-Modell an und das hält sich schon relativ gut an die Bilder, die wir eben vom Studiomodell gesehen haben. Es muss ein sehr viel kräftigeres Rot sein. Ich sag mal ein Weinrot mit so ein bisschen Braun drin, ja. Und nicht ein bisschen Braun oder ein Braun mit ein bisschen Rot drin. Es muss schon ein richtig kräftiges Rot sein. Auch da vorne der Deflektor war für mich im Manko, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Auch diese Paneele hier, diese Panzerplatten, die sind einfach viel zu dunkel auf dem Modell. Und das Aztec-Pattern, was man hier auch auf dem CG-Modell sieht, man sieht es sehr, 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 sehr schwach. Egal unter welchem Licht, egal unter welchem Winkel. Das Aztec-Pattern ist da, aber nicht kräftig genug. Also, wenn er mich fragt, ist das Schiff okay? Das ist nicht so ein schönes Outing für die Raumschiffsammlung. Hatten wir schon länger nicht mehr, oder? Ah, na gut, okay. Und dann mal gucken, wie die Jen Nolan dann aussieht mit Ausgabe 104. Ja, es tut mir echt leid. Dieses Mal bin ich nicht ganz so überzeugt von der Raumschiffsammlung. Ach, man, es ärgert mich selber. Na gut, Leute. Mit diesem doch ziemlich schwierigen Schiff. Ja, es ist schwierig im Sinne von, mir gefällt die Vergleichsflotte irgendwie immer noch nicht, aber ich weiß einfach nicht, was ich da hinstellen soll. Außer für ein Schiff, wie gesagt, ist der Vergleich war für mich passend, weil ich den Vergleich immer zugemacht habe im Video. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei der Jen Nolan wieder. Bis dahin, tschaußen.